wimmelt es von Feinden. Willkommen, willkommen, zurück, zurück. Hier bei Schlacht um Mittelerde. Ihr habt es so gewollt. Ihr wolltet es so. Deswegen spiele ich es einfach weiter. Böse Seite? Ulala. Wir wollen natürlich den bösen Sauron, den guten Sauron, wir sind ja auf der Seite, die uns hilft. Müssen wir erstmal einen Überblick verschaffen, ist ja ein Weilchen her, dass ich es gespielt habe. Wir werden uns natürlich den Ring zurückholen. Das war der Deal einer ganzen Sache. Was ist mit dir? Und was ist mit dir? Das ist so ein Spielstand, den habe ich beim letzten Mal mir besorgt. Beziehungsweise besorgt habe ich es mir natürlich nicht. Sondern macht ihr doch mal platt hier, die Jungs. Ich habe ihn mir gespeichert vorher. Und deswegen wird das andere Level. Was erzähle ich denn da eigentlich jetzt? Ich bin jetzt total durcheinander, weil ich mir ja erstmal gucken muss, was hier Sinn macht für mich und was keinen Sinn macht. Also, ich fange nochmal von vorne an. Schlacht um Mittelerde. So, wir spielen die böse Seite, das haben wir ja schon festgestellt. Und das ist diese Weiterführung des Weihnachtsspecials, wo ich ja eine kleine Umfrage gemacht habe. Und dann hieß es ja, ja, Mensch, komm, dann mach doch einfach Schlacht um Mittelerde weiter. Und das werden wir machen. Erstmal die böse Seite und dann die gute Seite. Wir holen uns jetzt den Ring zurück. So war der Deal. So, wir haben verschiedene Nebenmissionen, die wir machen können. Also, Bonus, steige mit Saruman in Rang 3 auf. Bonus, hetze 2 Horden Uruk-Krieger aufeinander. Und Bonus, kombiniere eine Horde Uruk-Armbrustschützen mit einer Horde Urukai. Zerstöre die Lager der Elben, vernichte Baumbart, zerstöre den Endthing. Oder das Endthing, oder wie auch immer. So, wir müssen uns erstmal hier gegen diese Schergen ein wenig zur Wehr setzen. Hier unten läuft unsere Produktion. Wir haben 1800 Rohstoffe gesammelt, die wir nutzen können, um unsere Armee hier ein wenig aufzubauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch irgendwas, was wir aufbauen könnten. Das brauchen wir aber, glaube ich, gar nicht. Sondern wir brauchen definitiv Armbrustschützen. Die werden wir jetzt uns holen. Und die würde ich gerne upgraden. Ich glaube, ich habe das beim letzten Mal schon gemacht. Genau, hier, diese Pfeiltaste. Also ist das schon gemacht? Dann kann man die ja hier upgraden. Was kostet das denn? Oh, 1000. Na, das heißt, wir bräuchten noch ein wenig mehr diese Uruk-Gruben. Oder warte mal, Schlachthaus produziert Nahrungsmittel. Ja, das ist eine gute Idee. Ihre Armbrüste sind bereit. Die gehen auch dahin, ne? Das ist gut. Wir haben doch beim letzten Mal ein wenig versagt, wenn ich mich nicht irre. Nicht trödeln! So. Geht mal ruhig ein Stück rüber. Hier oben sind noch die Elben. Und da ist das Schlachthaus. Und das produziert jetzt, oder wie? Wir haben die Kosten für Wartung. Ist nicht unbedingt das, was ich wollte. Und ihre Armbrüste sind bereit. Das ist auf jeden Fall gut. Kommandeurspunkte 30. Wir haben noch massig. Wir haben hier unten 325 Kommandeurspunkte und 169, 180. Okay, also wir haben jetzt gerade mal und ihre Armbrüste sind bereit. Zwei Drittel. Das heißt, wir können hier ruhig noch, wenn wir Geld haben, gleich noch eins, zwei draufhauen. Können wir uns denn den Saruman holen? Was kostet der denn? 1400. Den könnten wir wiederbeleben lassen. Der ist nämlich ganz nützlich, aber 1400. Die Uruk und ihre Armbrüste. 1400. Wie war das? Auf welchen Rang muss der? Der muss in Rang 3 aufsteigen. Und das macht eigentlich auch am meisten Sinn, so einen aufsteigen zu lassen. Einen steigen zu lassen. Und wir können jetzt mal gucken, wir haben ja Fähigkeiten. Und zwar haben wir zwei Fähigkeitspunkte, wie wir die verteilen. Einmal haben wir hier den Palantir Vision Division. Spioniere die feindlichen Einheiten in einem großen Gebiet aus. Und wir haben den Kriegsgesang. Wir haben mehr Schaden und mehr Rüstung für alle ausgewählten Einheiten. Das macht auch Sinn, aber hier haben wir das Auge oder wir haben die Industrie, die wir
bzw. die Verwüstung werden zu Rohstoffen. Klicke erst links, dann rechts auf den gewünschten Wald. Und da wollen wir hin. Zum Balrog. Wir können im Moment keine Punkte einlösen, da wir ja, wie man bemerkt hat, wollen wir noch oder wollen wir Saruman holen? Saruman! Saruman! Die Uruks und ihre Armbrüste sind bereit! Weil dann brauchen wir nämlich gar keinen mehr weiter rekrutieren. Wir brauchen nur Saruman. Komm hier, ja, mein Saruman. Und dann werden wir die Armbrüste in Feuer verwandeln. Weil das ist gut gegen das Endthing. Sammelt. Sammelt fleißig Rohstoffe. Eine neue Macht erhebt sich und wird euch hinunterspülen. Na? Geht nicht. Okay, dann machen wir das einmal. Dann fangen wir mal hier an mit denen. Das war doch. Ach, 1000 sind das. Oh, 1000. Was brauche ich denn da noch? Noch eine Schlachtgrube oder was? So eine Schlachtgrube, was kostet die denn? Also, da können wir bloß einen Turm aufbauen. Was kostet denn so eine Eisengard-Feste? Quatsch, Eisengard-Rüstungskammer habe ich doch. Was kostet diese Schmelzofen? Lieber Stahl als Rohstoff. Stahlbonus, geringere Kosten für Upgrades. Oh, das ist gut. Das sollten wir machen. Geringere Kosten für Upgrades. Dann schauen wir mal. Ich muss mich erstmal wieder einarbeiten. Tut mir leid, wenn jetzt hier gerade nichts passiert. Aber das ist nun mal so in der Rüstungsindustrie. Da muss man sich erstmal ein wenig aufrüsten. Und genau das machen wir jetzt. So, jetzt haben wir hier gleich diese Rüstungskammer ist jetzt fertig. Aha. Und wenn wir jetzt hier auf so eine ein Dingsbums gehen, dann kostet es bloß noch 900. Naja, bitte. Hat sich doch bei dreimal schon gelohnt. Muss ich sagen. Wollen wir noch so ein Schlachthaus bauen oder was? Kann ich gar nicht hier. Und hier unten ist da noch Bauplatz vorhanden? Nee, ne? Kann man das hier irgendwie kosten? So, und jetzt wollte ich nochmal gucken, was mit Saruman eigentlich ist. Ist der schon da? Arbeiter, an die Arbeit. Wo ist er denn? Jetzt kommt er gleich. Eine neue Macht erhebt sich mit Sarumans Spießgesell. Saruman lässt sich nicht absetzen. Sehe ich genauso, mein Freund. Ach, schön, da ist er. Und die Ersten haben gleich Feuer. Da sind sie. So, die Nächsten bitte. Was können wir noch tun hier? Rüstungskammer. Schmelzofen. Aber wenn wir noch mehr Uruks, noch mehr Orks hier, wie viele Punkte kostet der? Dann kann ich doch noch 4 machen. Umso schneller geht das doch. Holzt alles nieder. Noch mehr stinkende Arbeiten einlegen. Noch mehr. So, kommt. Ohne Feuer brauche ich hier nicht losgehen. Ich sag's euch gleich. Ohne Feuer brauchen wir hier nicht losgehen. Ja, das ist schade, dass sich das ein wenig zieht. Aber wir kriegen das schon hin. Keine Panik auf der Titanic. So. Wollen wir das Elbenlager zerstören? Da oben? Wir können ja mal Folgendes machen. Wir können uns ja mal anzeigen lassen, wie viel hier wirklich sind. Aber eigentlich macht das keinen Sinn, oder? Warte mal. Wir können ja mal hier schauen. Ist da jemand? Scheint nicht so. Scheint nicht so. Dort sind welche. Dort sind welche. Aha, okay. Da sind sie. Wie viele seid ihr denn? Ah, ihr Elben. Ihr Volk. Ruhe! Zack. Und die Frage ist, wollen wir das Elbenlager zerstören oder nicht? Was interessieren uns die Elben? Was interessieren uns die Elben? Wenn wir doch. Wir müssen auch Folgendes machen. Ich kann euch gleich noch einen Tipp geben. Und zwar, ich glaube, mal gucken, ob das funktioniert. Der Turm
Nicht genug Kommandeurspunkte. Okay, ich brauche mehr Kommandeurspunkte. Das heißt, erst wenn meine Leute schon tot sind, kann ich nachproduzieren. Gibt es da eine Schnelltaste? Schnelltaste C. Wollen wir mal probieren? Aha. Man muss bloß auf das Gebäude gehen und dann. So, wenn der Palantir jetzt wieder eine Runde rum ist, dann können wir nochmal hier auf den Endthing gucken und gucken, wie viele da sind. Mal, wie viel sind denn das jetzt im Moment? Das ist Baumwart, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okay. Ach, das ist halt schwierig zu sagen. Hört mal! Hört mal zu, Jungs. Irgendwie brauche ich noch eine schnellere Produktion. Aber na gut. Auch das kriegen wir hin. Was kannst du denn eigentlich wegschleudern? Unsere Zeit ist gekommen. Und Feuerball, das ist gut gegen die Jungs. Führerschaft. Das ist eine Eigenschaft, die so ist. Der magische Sturm wirft deine Gegner zurück. Erst links, dann rechts. Und hier können wir Macht der Sprache. Erfahrung für alle gewählten Einheiten. Klick auf das Ziel. Okay, das klingt gut. Riecht ihr was? Propaganda heißt das. Oder hieß das früher. Ja, heißt es auch jetzt noch. So, jetzt haben wir noch dreimal hier. Bolzen einlegen. Diese drei müssen wir noch. Und dann haben wir ausreichende Krieger. Dann werden wir nochmal gucken, was uns auf diesem Weg hier passieren könnte, weil der Palantir ist frei. Wo geht's zum Endfing? Darüber. Okay. Aha, da sind ein paar Elben. Da sind auch noch ein paar Elben. Okay, das sind nicht allzu viele. Das sollte kein Problem sein. Okay. So, ihr bekommt noch dieses. Ist das mehr Rüstung? Schwere Rüstung könnte man natürlich dann auch mal machen. Wir müssen halt dann aufpassen, dass ich die Jungs hier nicht überstrapaziere. So, gleich geht der Kampf los. Diese noch. Diese noch und diese noch. Ach, das sind ja noch so viele. Ihr müsst schneller sammeln da unten. Sammelt, sammelt. Seid fleißiger. Ihr müsst fleißiger sein. Und baut doch mal ein paar Bäume an, dass wieder welche nachwachsen. Da habt ihr nicht so einen weiten Weg, Jungs. Was ist eigentlich? Können wir auch noch einen Bauplatz machen? Schlachthaus bauen, Produktion Nahrungsmittel, verringert Kosten für Wagreiter. Das ist da eigentlich Käse. Das hab ich doch alles. Was kostet die denn? 210. War nicht schlecht. So, hier. Check. Und dann geht's gleich weiter hier. Ich könnte ja mit Saruman eine schon mal ein Stück vorgehen. Erhebt sich. Komm mal mit. Mach den Weg frei. Geh mal darüber. Ah, du kannst hier lang. Okay, alles klar. Dann machen wir mit dir doch einfach mal euch. Diese Typen platt hier. Wo waren die denn? Folgt mir. Vorrücken. Hier waren doch welche. Schnell. Hier waren doch welche. Hier entlang. Das weiß ich doch. Hier entlang. Kommt mit, kommt, ihr meine Lieben. Diener. Da. Sie greifen uns an. Du bist schwach. Du bist schwach. Stirb. So. Hier. Du bist schwach. Kämpfe gegen ihn. Ihr Ende ist nah. Und ihn. Sie werden fallen. Er schießt denn da hinten? Einer. Sie werden fallen. Fall. Geh hin. Hau ihm eine. So, komm runter. Zug. Wie viel seid ihr? Fünf. Sie greifen an. Wo ist der Ring? Komm. Hau ihm eine. Noch eine. Sehr gut. Sie werden fallen. Der macht die fast alleine platt hier. Ja, weil das ein ganz guter ist. Auf sie. Oh, das sind noch mehr. Kann aber nicht alles alleine machen. Müsste ihm schon noch eine Möglichkeit geben. Okay, da sind auch noch welche. Den noch. Den noch, komm. Noch einen Schuss. Und jetzt gehen wir erstmal kurz weg. Die haben eine ziemlich hohe Reichweite, muss ich sagen. Aha, jetzt kommen sie.
Okay, okay, dann locken wir sie an. Schnell! Kommt mit! Vorwärts! Schnell! Ihr Schufte, kommt! Ja, verfolgt mich ruhig! Vorwärts! Ruhe! Ihr kriegt erstmal das hier. Sklaven meines Willens! Du kommst hierher. Würdet ihr vielleicht das Elend da beenden? Nichts wird. Du erholst dich ein bisschen. So, du kriegst auch noch dieses Feuer. So, würdet ihr auch noch mal mitkommen, bitte? Ich mache euch mal alle auf die 1. Jetzt möchte ich gerne, dass ihr die alle platt macht hier. Von oben, von unten, von der Seite. Jetzt müssen wir uns wieder neue holen. So, okay. So, jetzt haben wir schon mal 3 Punkte. Das ist doch geil. Wir hätten was machen sollen. Alle auf die 1. Wie geht Saruman? Nicht so doll, ne? Meine Diener sind bereit. Ihre Armbrüste sind bereit, das ist gut. Maul halten! Dann kommt und lasst euch von mir in eure Pflicht nehmen. Das würde ich euch raten. Vollbringt 7 gute Taten. Ruhe der So, dann kommt mal mit. Wir haben viel zu tun. Die 1. Seht ihr was? Ich sehe nichts. Wir wollen jetzt das Endfingen machen. Der Sieg ist nah. Na, das werden wir gleich sehen, ob der Sieg nah ist, mein Freund. Hier ist das Endwing. Bleib zusammen. Und die Frage ist, wie viele Elben gibt es? Wir machen erstmal Stopp. Weiter so. Junge. Wir greifen an. Sklaven meines Willens. Vorsicht. Das sind doch bloß 5. Vorsicht. Eins. Ihr müsst euch besser aufstellen. Und jetzt hier. Rauf auf den. Schnell. Saruman, wo bist du? So, die 1. Los, auf die nächsten. Schnell. Saruman. Feuer. Jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt wegdonnern den Freund. Schnell. Auch gut. Oh, geh weg, geh weg, geh weg. Geh bloß weg. Hahaha. Sterbt. So. Und jetzt. Alle da drauf. Kommt schnell. Kommt zu mir, meine Diener. Du auch. Und jetzt macht das Ding platt. Mal sehen, ob das Sinn hat mit denen hier. Machen denn die Elben? Warte mal, die kriegen wir doch mit ihm. Er macht die doch von ganz alleine platt. Wir warten noch kurz. Einen Moment. Da bist du. Naja, aber nicht lange. Ich nehme euch alle mit in die nächste Schlacht, weil das ist ja schön an dem Spiel. Man kann alle in die Schlacht mitnehmen. So. Und dann hier noch. Widersetzt sich dem Willen Sarumans. Pam! Und tschüss. So. Weiter! Weiter, 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 weiter. Macht es kaputt. Das Endfing. Der Sieg ist nah. So sehe ich das auch. Der Feind! Maul halten! Oh, wir haben hier noch Jungs, die können ja vielleicht in der Zeit mal dort hochgehen. Die werden das zwar nicht schaffen. Bewegung! Aber wir könnten ja. Warte mal, wie viel brauchen das Endling noch? Ja, okay. Bewegung! Auf jeden Fall könnten wir noch einen Angriff starten. Bewegung! Kommt hier rüber, meine Freunde. Kommt hier rüber. Ist da noch ein Halunke? Komm mal mit. Fühle meine Macht!
Hier, fühle deine Macht. Fühl mal seine Macht. So. Und ihr? Schnell. Auf den. Auf den nächsten. Auf den hier, los. Macht hin, Jungs. Wie viel braucht denn der? Das ist ja ganz alleine. Okay. Das heißt aber gar nichts. Eine neue Macht erhebt sich. Haben wir's? Eine neue Macht erhebt sich. Komm zu mir, meine Diener. Wieso sind wir noch nicht fertig? Hierher. Das Endfing ist kaputt. Der Feind greift uns an. Wo denn? Aha! Ihr Ende ist nah! Narr! Eins! Drauf hier, los! Aber wen müssen wir denn noch... Vernichte Baumbau, zerstöre die Lager der Elben. Achso, wir müssen sowieso zerstören. Okay, dann machen wir das jetzt. Saruman? Ich brauche deine Hilfe. Los, dann hier. Dann brauchst du es nicht. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Kommt mit. Ich glaube auch. Niemand kann uns trotzen. Dann machen wir die Elbenlager halt doch. So. Und zwar kommt ihr direkt... Ihr kommt mal direkt dahin. So. Und ihr? Ach, da ist noch Baumbarten. Hier, fliege. Nimm fort. Geh kaputt. Wo ist den noch? So, erledigt. Puh, das war knapp. Komm zu mir, meine Diener. Genau. Kommt zu mir, kommt mit. Die Urups und ihre Armbrüste sind bereit. Bleibt zusammen! Bleibt zusammen! Isengard wird siegen. Wir sind ja dabei, dass Isengard siegt. So, ihr könnt die schön ablenken. Wir machen ihre Häuser kaputt. Was haltet ihr davon? Und dann kommen wir von zwei Seiten, weil wir taktisch geschickt sind. Werden wir auch dieses Haus noch kaputt machen. Kommt zu mir, meine Diener. Ihr Freunde der Nacht. Ihr könnt schon mal... Hier. Schießt. Schießt. Na, das kann aber Saruman nicht alleine machen, Jungs. Ihr solltet ihm schon helfen. Jawohl. Da kommen noch mehr von meinen Schergen. So sieht es aus. Renne, Ent, renne um dein Leben.